dich mal ein bisschen weniger. Schatz, ich bin jetzt, nur mal was so soll groß. Ich es jetzt machen? Aber nicht so sitzen, mach die Arme einfach runter. Die Arme hinter den Rücken. Ich muss so sitzen, weil sonst sehen die anderen sich Menschen in diesem Raum sich niedergemacht. Hallo ihr Lieben. Hi. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Und wie ihr sehen könnt, sind wir nicht alleine. Wir haben Jackie und David an unserer Seite. Wir sind gerade zu Besuch bei denen und haben uns was Tolles einfallen lassen. Und ein kleines, lustiges, hoffentlich lustiges Video, eine Videoidee kreiert, die da lautet: Eine Wahrheit und zwei Lügen. Da wir uns ja auch relativ frisch kennengelernt haben, gibt es auch noch einige Dinge, die wir in unseren lustigen Runden abends noch nicht besprochen haben. Wir werden jetzt jeweils dem anderen Pärchen ein paar Fakten von uns auftischen. Zwei davon sind gelogen, eine ist wahr und dann müssen wir raten, welche davon die richtige ist. Ihr könnt natürlich ganz toll mitmachen, indem ihr einfach Stopp macht und mit in die Kommentare schreibt oder euch das auf dem Zettel schreibt oder irgendwas macht. Hauptsache ihr macht mit. Viel Spaß dabei. Wir haben übrigens pärchenweise Sachen über uns, eigene Dinge oder als Pärchen, die wir gemeinsam haben, erlebt haben, getan haben, was auch immer. Ich fange auch gleich mit einer Sache an, die mir in meiner Kindheit passiert ist. Ich weiß natürlich. Das denkst du. Das denke ich. Erstens, ich habe mir als Kind die Haare abgeschnitten. Ich habe mir als Kind den Kopf in eine Trommel gehauen. Oder ich habe mir als Kind die Augenbrauen angemalt. Du hast alles drei gemacht. Ich denke, du hast dir mit die Augenbrauen angemalt, den Kopf reingehauen und dann angeschnitten, dann die Haare abgeschnitten. Ich denke, du hast dir die Haare abgeschnitten. Ich denke, du hast dir den Kopf in die Trommel gehauen. Na gut, ihr müsst euch jetzt für eins entscheiden. Ja, Schnick, Schnack, Schnuck? Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, ich hab verloren. Nee, wir machen mal die Trommel. Tatsächlich ist es richtig. Aber es war nicht mehr so absichtlich, sondern es war halt auch so Absicht, dumme Idee und Unfall. Denn dadurch habe ich meine einzige Narbe auf der Stirn. Da ist so ein kleiner Cut hier. Da wurde ich genäht hier, glaube ich, ist er irgendwo. Weil du unbedingt die Snare-Drum mit dem Kopf spielen wolltest. Nee, es war so eine Kindertrommel, die mit dem richtig harten Plastik. Oh, geil. Da ist hier. Genau. Erzählt seine Mutter heute. Sehr gut. Ein Punkt für Familie M. Wir haben früh aus Geldnot unser erstes Auto, einen limettengrünen Fiat Brava mit gestohlenem Benzin getankt. Zweiter Fakt. Wir haben schon mal einen Anhalter auf dem Weg nach Mainz mitgenommen und haben bemerkt, wie er uns bestehlen wollte. Das führte zu einer Prügelei auf dem Rasthof. Wir haben früher vor Hotelaufenthalten immer eine heimliche Mail ans Hotel geschrieben, dass wir uns angeblich verlobt haben, um Goodies auf dem Zimmer abzugreifen. Das fand ich richtig klug. Ich glaube, das mit dem Verlobtsein? Ich argumentiere, ich glaube, das mit dem Prügelei auf keinen Fall, weil ich mich ja nicht so als so einen Prügelknaben einschätze. Aber was heißt Prügelei? Dass man ihn aus dem Auto boxt? Das traue ich ihm schon zu. Der Prügelei ist für mich schon Schlägerei. Aufgrund eures Backgrounds würde ich jetzt zu drei tendieren. Nee, ich nicht. Ich denke, dass ihr das oft erlebt habt in der Hotellerie, dass Leute das gemacht haben. Dass wir euch aufs Korn nehmen wollten. Ich bin für die Prügelei. Schreibt ihr auf jeden Fall jetzt mal euer Raten. Ja genau, ratet ihr mal. Also ich sag, du hast jemanden, jemanden aus dem Auto geprügelt. Also einer von euch hat irgendwo auf der Raststätte jemanden gekloppt. Also wir haben in der Tat schon mal Anhalter mitgenommen. Die mussten wir aber nicht aus dem Auto werfen. Und wir haben in der Tat bei Hotels vorgetäuscht, dass wir einen besonderen Anlass haben. Und das sehe ich auch. Und dann gibt es eine Flasche Sekt auf dem Zimmer oder was auch immer. Ey, aber das ist richtig klug. Richtig klug, so klug. K-L-U-K. Jetzt kommt auch ein Fakt über uns als Pärchen und zwar... Den könntet ihr übrigens wissen, wenn ihr schon mal eins unserer Videos geguckt habt. Ja, haben wir leider nicht. Wir seid ihr überhaupt nicht. Wir haben auf unserer Hochzeit versehentlich ein Geschenk abgefackelt. Wir haben auf der Hochzeit unsere Nachspeise verloren. Oder wir haben vergessen, die Dankeskarten rauszusenden. Und wie ich euch kenne, war es definitiv Nummer 3. Die Dankeskarten? Ihr seid so verplant, alle beide. Nee. Du zerstörst das Bild über uns. Alle denken, wir sind durchgestrichen. Ich denke eher, dass ihr eines der Geschenke abgefackelt habt. So wie uns das mit der Papiertüte mal passiert ist. Stand irgendwo eine Kerze am Geschenketisch oder was weiß ich. Und dann hat es gefackelt. Da muss ich jetzt wirklich auch mal, du hast ja gerade eine tolle Vorlage gegeben. Dieses Video habe ich dann anscheinend nicht gesehen. Ihr habt ein Geschenk abgefackelt. Nein.
Nein, wir haben unsere Nachspeise verloren. Und zwar, als wir verloren, true story, also pass auf, wir haben bei meiner Tante gefeiert, hatten dort ein Zelt aufgestellt und hatten halt eine limitierte Anzahl an Tiefkühltruhen und so weiter und wir so fort. Wir hatten lauter so kleine Dessertgläschen mit Mousse Chocolat und so weiter und haben die halt auf, ich glaube, 4 oder 5 verschiedene Kühlschränke verteilt. Genau. Und kein Mensch wusste wo er sie hingepackt hat. Man muss dazu wissen, da ist das Haus der Oma nebendran. Das heißt, die haben eine Tiefkühltruhe von und der die Oma. Sind sie heute, die sitzt heute noch und löffelt Mousse Schokolade. Nee, wir haben gefunden, aber irgendwann um eins oder genau, so. Genau, irgendwann haben wir dann gedacht, wir haben die Hochzeitstorte gegessen, aber das war doch nicht alles. Wir haben doch auch noch die ganzen Dessertgläser irgendwo hingemacht und keiner wusste mehr wo. Aber jeder ist jemandem aufgefallen, dass das Dessert gefehlt hat? Ja, uns dann irgendwann. Und wir haben dann aber irgendwann um eins in der Früh im Garten gesessen und mit den restlichen Leuten ein Dessert aus dem Glas gelöffelt. Ist doch auch nicht schön. Eine schöne und romantische Erinnerung. Your turn. Wir bräuchten so ein Your turn. So, dann jetzt mal ein Fakt über mich. Und ich bin gespannt, ob mein Mann das beantworten kann. Ich hoffe doch. Du darfst mitraten. Weißt du das nicht? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Bin gespannt. Wie ist mein Vorname? Wenn ich alleine bin, schminke ich Make-up-Tutorials nach und stelle berühmte Beauty-Blogger-Bilder nach. Wenn ich alleine bin, tanze ich zu verschiedenen Songs Ausdruckstanz. Oder wenn ich alleine bin, lasse ich immer 5 gerade sein, mache nie was im Haushalt, esse für mich allein, chille auf der Couch und schlafe meistens ein. Das wäre so meine Wunschvorstellung. Beantwortet er das jetzt oder wir? Nee, ihr macht das trotzdem. Er darf aber gerne seinen Sitz dazu. Also, so wie ich dich jetzt kennen würde, hätte ich jetzt das dritte gesagt. Was soll denn das heißen? Also so wie wir dich kennen aus dem Urlaub, wenn du bei uns Urlaub machst. Also, wenn ich mal dazu was sagen darf, ja, zu dem dritten. Das klang alles plausibel, bis du gesagt hast, du schläfst dann ein. Reden wir jetzt von tagsüber? Mhm. Nee, dann auf keinen Fall. Dankeschön. Cindy macht keine Nickerchen. Nee, also... Doch, macht sie schon, aber... Nicht immer. Ich hätte nicht tatsächlich immer. Jetzt auch 1 oder 3 gesagt. 3 wäre für mich nicht... Ich glaube, stellt euch doch mal vor. Aber Ausdruckstanz, heißt es, du tanzt dann deinen Namen? Oder du tanzt einfach, um dich auszudrücken? Ich weiß es ja nicht. Nachschminken vielleicht ja, aber dann das mit den Bloggerbildern nachstellen, das auf gar keinen Fall. Habe ich also ein wenig nicht. Zu sehr überschritten. 2. Ja, das stimmt schon. Also ich bin... das ist so mein heimliches Hobby und ich weiß, dass mein Mann mich damit noch nie erwischt hat und dass wir auch noch nie darüber gesprochen haben. Sobald die Tür zu ist, meistens mache ich es dann im Badezimmer, dann höre ich irgendwelche Lieder und ich muss immer so, mein Lieblingslied ist No Air von Jordan Sparks, ich meine, ihr kennt das bestimmt. Ich kann dazu, ich kann da richtig ausflippen. Hast du dann auch so ein Mikrofon? Nee, nicht als wenn ich tanze und einen Auftritt habe, sondern wirklich, ich fühle die Musik und ich liebe das einfach, um mich selbst irgendwie runterzubringen. In unserer ersten Wohnung habe ich versehentlich unseren Esstisch zerbrochen, unsere Küche abgefackelt oder das Bad überschwemmt? Ziemlich viel mit Feuer bei euch. Ja. Also ich gehe stark davon aus, so ein Küchentisch, der hält sehr viel aus. Und du bist ja ein Lauch. Aber die erste Wohnung, wer weiß, was das für ein Tisch ist. Könnte auch ein Glastisch gewesen sein. Nicht in der Küche. So doof seid nicht mal hier. Er lässt sich nicht aus dem Konzept bringen. Nee. Nee, ich bin ja bekannt als Sherlock Holmes, ja. Und ich glaube, ein Küchentisch... Ein Küchentisch. Okay, ich glaube... Macht euch nur lustig über mich. Sag Esstisch. Ich glaube nicht, dass ihr einen Tisch in eurer Küche kaputt bekommen habt. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass ihr was abgefackelt habt. Deshalb bin ich ein Freund von der Überschwemmung. Ich denke, ich weiß ja, dass der David relativ gern baden geht. Das ist ein Fakt, den ich definitiv schon mal sagen kann. Und ich denke, das in Selbstmitleid? Vielleicht bist du eingeschlafen oder so. Ja, genau, und das Wasser lief weiter. Ja, und er lag da drin. Blub, 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 blub. Ich habe tatsächlich Jacquelines Küche, vor allem war es eigentlich, die sie gekauft hat, wo sie in die Wohnung eingezogen ist. War nämlich auch Jacquelines Wohnung. Hat sich eingenistet. Die Küche abgefackelt. Also fast. Man muss dazu sagen, was heißt, du warst in der Arbeit. Einen schwarzen Brandfleck an den Schränken gab es schon, so einen Husfleck. Die Jacqueline war in der Arbeit und ich bin auf die glorreiche Idee gekommen, sie mochte Chili con Carne sehr gerne und wenn sie nach Hause kommt, kriegt sie von mir Chili con Carne. Das Problem ist nur... Er wollte es feurig scharf machen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass es so gut ist, wenn man Öl, was auf eine Herdplatte tropft, was warm ist, mit Wasser löscht. Ja, es ist in der Tat medium gut. Noch ein Fakt über mich. Ich habe mich als Jugendliche versehentlich in einen riesigen Fleck Urin gesetzt und bin unter Zeitdruck trotzdem nass und stinkend ins Musical gegangen. Ich bin als Jugendliche mal in einem Fleck Erbrochenem ausgerutscht und kam trotzdem noch pünktlich zur Schule.
Ich habe als Jugendliche mal nicht einhalten können und habe es mit einem Hoodie, den ich mir rumgebunden habe, kaschiert. Das hätte ich sein können. Aber ins Musical? Du ins Musical gegangen? Mit einem Strolli-Black? Ich sag Urinfleck, du auch? Ja. Gut. Ja, ist richtig. Aber ich muss dich. Aber ich muss dich berichtigen, weil du hast jetzt gerade Musical und mich in so ein Fragezeichen gestellt. Ja. Ich liebe Musicals. Ja? Ja, total. Ich wusste, wir haben schon 20 was. Verschiedene Musicals. Ja? Wir waren noch nie. Ja. Warum waren wir noch nie eine Musical? Shame on you. Ich habe meinem Bruder den Zeh gebrochen. Ich wurde beim Einkaufen von meinem Vater im Auto vergessen. Ich durfte, bis ich 2 Jahre alt war, nichts Süßes essen. Wie alt ist der Unterschied? Einer 5 Jahre, einer 17 Jahre jünger. Okay, 5 Jahre, das passt schon eher in die Zeit. Habe ich nämlich bei meiner Schwester auch mal gemacht. Ich weiß, dass du sehr impulsiv bist und ganz schön aggro. Also es passt schon alles so ein bisschen auf dich. Süßes glaube ich nicht. Du kommst aus Bayern, da sind die Leute immer so, mit dem Kind mal Zucker. Du wurdest im Auto vergessen. Wurdest du im Auto vergessen? Ach, ich weiß es nicht. Ich lag vorhin falsch, also darfst du sagen. Du wurdest im Auto vergessen. Nein. Mein Papa hätte mich ohne Witz nie im Auto vergessen, aber ich habe tatsächlich meinem Bruder den Zeh gebrochen. Ich wusste es, verdammt! Wir haben, meine Eltern haben ausgebaut und mein Vater hat selbst den Hof gepflastert und wir haben mit den Pflastersteinen so Türmchen bauen gespielt und er hat mich irgendwann richtig genervt, weil er immer meinen Turm kaputt gemacht hat und dann habe ich den Pflasterstein genommen und ihm volle Kanne auf den Fuß gefetzt. Aber das Lustige daran ist, dass er, bis ich 18 und er 16 war, verheimlicht haben, dass ich das war. Also der hat 10, 12 Jahre lang behauptet, er hat sich selbst den Stein da drauf fallen lassen. Loyalität. Ich schon Angst vor dir gehabt. Nein, er wollte nicht, dass ich Ärger bekomme. Ich weiß nicht warum, aber der hat mir immer so den Rücken gestärkt. Und irgendwann haben wir dann meiner Mutter mal erzählt, übrigens, das war ja gar nicht, das war ich. Ich habe einen IHK-Abschluss zum Barmixer absolviert und habe als schlechtester des Jahrgangs abgeschlossen. Das glaube ich nicht. Ich habe eine Ausbildung zum Maler und Lackierer abgebrochen und habe die wildesten Geschichten aus dieser Zeit auf Lager. Ich habe kurz vor Ende meine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann abgebrochen und mich danach sofort selbstständig gemacht. Das zweite hätte ich gern, dass es wahr ist, weil ich würde gerne die Geschichten noch hören. Ich glaube 3. Maler und Lackierer? 3. Aber er ist schon sehr kreativ. 3. Mann, David, ey. Oh Mann, David, ey. Ja, das war ich aber auch nicht. Das ist auch nicht so schwer, das wusstet ihr, glaube ich, auch, ne? Weil du hast Einzelhandelskaufmann angefangen und abgebrochen, ja. Dann? Cindy, sogar kurz vor Ende abgebrochen. Ja, ist ein bisschen doof. Ja. Cindy, wie viel steht's jetzt nochmal? 3-1. Wir haben bei unserem ersten Berlin-Besuch viel Geld für Souvenirs ausgegeben, 50 Euro gefunden, die meiste Zeit im Hotelzimmer geschlafen. Die meiste Zeit geschlafen habt ihr nicht, weil ihr seid nämlich 804 Kilometer durch Berlin gelaufen. Und ihr hattet nicht so viel Geld zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise habt mit wenig Budget diese Reise angetreten. Das heißt, ihr habt auch nicht viel Geld für Souvenirs ausgegeben. Das heißt, ihr habt euch ultra gefreut, dass ihr einen Profi gefunden habt. Wahrscheinlich. Nee. Wir haben die meiste Zeit im Hotel geschlafen. Ehrlich? Wir sind tagsüber, wann seid ihr gelaufen? Wir sind tagsüber unterwegs gewesen, die ganze Zeit. Und sind abends nach Hause ins Restaurant, sage ich schon, ins Hotel gekommen. Und sind ins Zimmer gegangen. Und ich glaube, wir hatten noch mal kurz was gegessen, sind im Bett gelegen und sind um 8 eingeschlafen. Nächsten Tag um 6 Uhr aufgewacht. So. Läuft. Leute, die Kinder haben, wissen, dass das viel geschlafen ist. Dafür hatten wir danach einen schönen Berlin-Besuch. Das stimmt. Ja. Der hat alles wieder gut gemacht. 4 Jahre später. Ja, manchmal muss man halt auch erstmal Gras über die Sache wachsen lassen. Das war so frustrierend, das musste ein bisschen in der Wiese versinken. Jetzt kommt auch schon die letzte Frage von unserer Seite und die betrifft zwar eigentlich uns beide, aber sie ist aus meiner Perspektive. Von daher, ich bin mal gespannt. Ich habe mal ein Fahrrad gewonnen und vor lauter Aufregung direkt einen Auffahrunfall gebaut. Ich habe mal ein Wochenende in einem Camper gewonnen, aber wegen Klaustrophobie den Gewinn verschenkt. Ich habe mal bei einem Kreuzworträtsel eine Blockflöte gewonnen, aber kann leider nur Mundharmonika spielen. Boah, ich würde mich so freuen, wenn das das erste gewesen wäre. Ich glaube, dass es die 2 ist. Ich glaube, dass bist du klaustrophobisch? Ich glaube, ich habe das schon mal gehört, dass sie das erwähnt hat. Weiß es nicht. Machen wir 2. Wir haben eh nichts mehr zu viel, haben wir eh schon gewonnen. Aber Gewinn verschenken ist schon. Nein, mach 2. So wie ich die Cindy ein... Nein, so wie ich die Cindy einschätze, hätte sie dann eher gesagt, kann ich auch was anderes haben? Nee, gut, wir sagen 2. Ich habe beim Mediamarkt ein Fahrrad gewonnen, habe dann den Anruf bekommen, saß zu Hause und war dann so aufgeregt, dass ich mich direkt ins Auto gesetzt habe, wollte Micha abholen von der Arbeit und habe einfach mal... Weil ich so aufgeregt war, ihm das zu erzählen, dass ich endlich mal was gewonnen habe. Micha, ich habe ein Fahrrad gewonnen, aber für 5000 Euro das Auto kaputt gemacht. Da war der Scirocco nagelneu, das war ein Neuwagen und sie hat ihn vorne gecrashed. Aber ja, das Fahrrad haben wir danach verkauft und dann... Das Auto repariert. Und das Auto repariert. Echt?
Oh mein Gott. Ja, also ich denke aber, dass das Ergebnis ziemlich klar ist. Punktemäßig seid ihr auf jeden Fall ganz weit oben. Wir haben uns in den letzten Wochen wirklich sehr gut kennengelernt. Aber es wird immer Dinge geben, die wir nicht vom anderen wissen. Es gibt auch Dinge, die ich von Micha noch nicht weiß. Ja, ist auch gut so. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dieses Format hat uns auf jeden Fall riesen viel Spaß gebracht. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen mitgeraten und Kommentare da gelassen. Und schaut auf jeden Fall auch mal bei den beiden vorbei. Also bei ihr in allererster Linie. Und er hat auch Instagram und sie hat Instagram. Ach, schaut einfach vorbei. Das war's erstmal. Vielen, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Also ich wurde jetzt gezwungen von denen, diese Abmoderation zu machen, damit ich ein bisschen mehr Follower kriege. Hier ist ihr Kanal, da ist das letzte Video und da ist noch ein anderes Video von denen. Wäre schön, dann kann ich auch...